So, dann machen wir mal weiter. Also, ich möchte heute versuchen, irgendwie das Ding hier rauszukriegen. Ich habe keine Ahnung. Ich werde eine Schraube nach der anderen lösen, die ich finden kann. Und dann fangen wir jetzt auch gleich einfach mal an. Es könnte vielleicht etwas länger heute werden. Hier ganz schön vorwärts gekommen. Ich habe jetzt das Dashboard ab, wo die Frontlautsprecher drin sind und die Blende für das Cockpit. Da wird der Tacho angezeigt und der hat eigentlich so eine Blende drumherum, weil das teilweise digital ist und man sonst nichts mehr sehen würde. Ja, die Seitenverzierung habe ich auch ab. Ich dachte, er sich hätte hier was kaputt gemacht, aber das ist so richtig. Auf der anderen Seite sieht es genauso aus. Ich bin ja mal gespannt, was hier dahinter ist. Aber das sieht doch nach dem Airbag aus. Nicht entfernen. Okay. Da bin ich sowieso mal gespannt, wie wir das machen, so dass wir keinen in die Ohren kriegen. So, ja, genau. Haben wir ganz schön was weggemacht. Schauen wir uns doch mal die Sachen genauer an. Ich gar nicht gedacht, dass das jetzt doch noch so gut klappt, dass wir noch so viel in der kurzen Zeit rauskriegen. Und worüber ich mich richtig freue, ist das Dashboard. Denn dieses Dashboard enthält etwas, was sich dahinter befindet. Einmal, zweimal und dreimal. Und zwar sind da die Lautsprecher von Bose dahinter. Und bei Xiaolin ist nämlich das mittlere defekt. Da ist ein Gummimembran drin. Der wird halt nach 20 Jahren irgendwann mal auch spröde und kann dann passieren, dass das reicht, wenn man das etwas stärker belastet. Und wir hören auch gerne mal ein bisschen Haus oder Dubstep. Und da macht es mal. Und dann kann es passieren, dass das dann nicht mehr so schön klingt. Und die Lautsprecher von Bose in diesen Cadillacs sind ausgesprochen gut. Und schade, dass der Ton dadurch, ja, miserabel wird, weil ein Lautsprecher nicht mehr funktioniert. Und die Dinger sind echt mega wertvoll. Ein einziger Lautsprecher kann gebraucht 100 bis 150 Euro kosten. Das ist echt krass. Und deswegen freue ich mich mega, dass ich diese Lautsprecher hier jetzt rausholen kann. Und die funktionieren auch alle noch tadellos. Ja, was sehen wir eigentlich hier komplett? Ja, hier komplett sehen wir gerade das Dashboard. Und zwar war das hier so befestigt. Manches ist gebrochen. Über die Jahre wird Plastik spröde. Das ist normal. Aber es hat ganz viele andere Halterungen noch. Hier, die sind zum Beispiel noch intakt. Auch hier hinten ist dann mit Metallbefestigung, das wird nicht so schnell kaputt gehen. Hier ist auch nicht mehr so perfekt. Aber es hat noch gehalten. Und ja, demnach ist das nicht schlecht. Drehen wir das Ganze mal um. So. Und zwar ist das das Dashboard. Auf der Seite wäre die Windschutzscheibe. Die würde jetzt hier so schräg hochgehen. Und da befinden sich die Lautsprecherabdeckung. Man denkt jetzt, die sind aber klein. Da ist aber echt Dampf dahinter. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Muss ich euch mal demonstrieren. Ja,
Hier ist das Cockpit vom Fahrer, sprich digitale Anzeige, Tacho, blabliblu. Dann kommen wir mal zu dem, was wir noch haben. Und zwar haben wir hier die Seitenverkleidung von der Windschutzscheibe. Dann haben wir hier die Seitenverkleidung vom Fußraum des Beifahrers mit Zigarettenanzünder. Und müssen wir aufpassen, dass wir nichts kaputt machen. Ich brauche mehr Platz, Leute. Dann von der Fahrerseite die Lüftung. Und die ist ja mal mega cool konzipiert. Und zwar, ich zeige euch das mal. Hier ist ein Rädchen. Und wenn ich dieses Rädchen drehe, seht ihr, wie sich das hier da so bewegt. Und hier drinnen ist dann ein Tunnel. Mal gucken, ob man es sieht. Ja, man sieht es so ein bisschen hier, wenn man so durchguckt. Da sieht man, wie das hinten auf und zu geht. Und zwar ist hier einfach eine Klappe. Sprich, Klappe zu, Affe tot, Klappe auf, Affe am Leben. Nein, Spaß. Also so kommt halt Luft durch und so ist, kommt halt keine Luft mehr durch. Das ist eigentlich so das Prinzip. Schön mit der Holzverkleidung hier. Schönes Ebenholz. Also es ist kein Imitat oder sowas. Das ist wirklich echt Holz mit Glas lasiert. Also wirklich sehr edel, sehr schön. Kann man gut verkaufen. Und dann haben wir hier, ja, der, wie nennt man das? Lichtabweiser, Lichtschutz vom Cockpit. Und zwar ist hier ein Spiegel. Und da wird das, wie erkläre ich das, ein Licht dran projiziert. Und durch diese Lichtprojektion hat man, ja, es ist so der Vorreiter vom Head-Up-Display, was man auf der Windschutzscheibe kennt. Nur dass das hier noch hier drin ist, ist so halb digital und es wird irgendwie gespiegelt. Sehr interessant, dadurch sieht die Zahl sehr nah aus, so im Auge. Das haben sie sehr schön gemacht. Und das kann man auch noch hier auf Englisch oder Metrisch einstellen, also Meilen oder Kilometer. Dann Display-Mode, man kann das auch abschalten oder nur Tacho oder was auch immer, wie man beliebt. Also man kann das alles abstellen. Trip A und B kann man hier resetten. Dann haben wir hier Informationen, sprich so Sachen wie Verbrauch, wie viel Kilometer man gefahren ist, Durchschnittsgeschwindigkeit, Timer, was auch alles. Inforesetter, da kann man die Sachen resetten. Ach ja, genau, Getriebeöl, wie lange der noch haltbar ist, etc. etc. Und dann haben wir noch ein On-Off für zum Beispiel Timer oder was auch immer. Und mit dem Zeug kommt man sogar ins Bordcomputer und kann die Fehlercodes auslesen. Das ist richtig cool und das wissen viele nicht, dass das geht. So, und dann haben wir hier noch den Mülleimer. Kann man da hinhängen an der Beifahrerseite, kann man einen kleinen wenig Müll reinschmeißen. So, da haben wir ja ordentlich was heute geschafft. Machen wir weiter. Yeah!
So, da bin ich ja ganz schön vorwärts gekommen. Ich habe jetzt das Dashboard ab, wo die Frontlautsprecher drin sind und die Blende für das Cockpit. Da wird der Tacho angezeigt und der hat eigentlich so eine Blende drumherum, weil das teilweise digital ist und man sonst nichts mehr sehen würde. Ja, die Seitenverzierung habe ich auch ab. Ich dachte, er sich hätte hier was kaputt gemacht, aber das ist so richtig. Auf der anderen Seite sieht es genauso aus. Ich bin ja mal gespannt, was hier dahinter ist. Aber das sieht doch nach dem Airbag aus. Nicht entfernen. Okay. Da bin ich sowieso mal gespannt, wie wir das machen, sodass wir keinen in die Ohren kriegen. So, ja, genau. Haben wir ganz schön was weggemacht. Schauen wir uns doch mal die Sachen genauer an.